So, hallo, und zwar zu einer kleinen Präsentation zu einem Nebenprojekt, was ich am Laufen habe. Und zwar heißt es Cupra. Und Cupra ist so ein kleines Puzzle, also 3D-Puzzlespiel, so ein bisschen Adventure-mäßig. Man sieht hier schon so Anfangsschritte des Startes. Also da wird man dann in dieser kleinen Area, da wird man dann starten und dann weit in die große Welt hinausgehen. Es ist noch nicht viel da, aber auf jeden Fall ist wenigstens dieser schöne Slime hier mit diesem schönen Slime-Shader da. Der sieht doch richtig schön schleimig aus. Wobble, 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 wobble. Super schön. So, Cupra ist einfach nur ein kleines Puzzlespiel, so für nebenbei. Da ist gar nicht großartig was dabei gedacht. Eine Story wird es auch geben, eine komplett random Story, die einfach null Sinn ergeben wird. Und die Spielmechanik wollte ich jetzt mal so ein bisschen zeigen. Die ist schon fast ganz fertig, außer es gibt drei Interaktionswaffen, also Waffen wie die Hook, die Portal Gun und die Gravity Gun, mit denen man halt interagieren kann, um zum Beispiel die Puzzle zu lösen. Und es gibt natürlich, wie man auch hier an diesem Slime sieht, ein paar Gegner und die Gegner kann man dann mit einem Gewehr, mit einer Plasmapistole, also mit einem Plasmagewehr und dann nochmal mit einer Nuke Gun. Ja, verfetzen, wie man möchte. Die Sache ist, die Waffen haben dann jeweils, die Plasmawaffe zum Beispiel hat einen zweiten Feuermodus, da wird dann zum Beispiel so eine Plasmasphäre gespawnt und dann in der Sphäre kriegen die dann die ganze Zeit Schaden, aber die Plasmawaffe kann dann erstmal eine Zeit nicht schießen. So ist es halt geplant, ist noch nicht da. Es wird verschiedene Gegner auch geben, wie zum Beispiel hier diesen. Klick mal hier an. Mach mal an hier. Okay, er will ihn nicht zeigen. Okay, super, danke. Naja, es wird auf jeden Fall auch verschiedene Gegner geben, nicht nur Slimes. Und warum ich mich für Slimes entschieden habe, weil es in jedem verdammten Pixel-Spiel Slimes gibt. In jedem! Und ich kenne so wenige 3D-Spiele, wo es Slimes gibt. Deswegen dachte ich mir, ich baller Slimes rein. Wird auch so Sachen geben wie hier, so eine Drohne. So Thronen, die dann so ankommen und sowas. Das ist jetzt nur so ein Testbeispiel. Und dann zeige ich mal die Mechanik, würde ich sagen, von dem, wo ich die Mechanik schon zeigen kann. Nicht wundern, dass die Waffen und sowas, die Materials sind noch ein bisschen confused, weil ich schreibe da gerade noch einen Shader früher. Oder eher gesagt, ich mache einen mit dem Graphen. Mit einem Shader Graph. Und deswegen haben die Blöcke haben unterschiedliche Materials. Deswegen sieht das noch blöd aus. Das wird aber noch alles gleichmäßig sein und schön sein. So, dann mache ich mal hier blub und der Rahmen wird blau und das heißt, ich gehe in den Play-Mode. Und dann sieht man auch schon hier, man sieht die Waffe. Au, das war laut. Achso, ihr könnt das gar nicht hören. Das ist ja, naja, das ist ganz gut, weil es ist echt scheiße laut. Die Waffe lädt aus irgendeinem Grund das Muzzle Flare noch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber sie schießt. Sie schießt auf jeden Fall schon mal. Aber da ist halt kein Muzzle Flare und weil ihr jetzt keine Geräusche hört, weil ich vergessen habe, das hinzuzufügen. Der FPS-Controller, den ich geschrieben habe, der gefällt mir so ganz gut. Also man kann so weit gucken, wie man kann. Also das ist eigentlich schon ganz cool, aber das Springen ist noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen so zack, zack, zack. Das ist ein bisschen kacke. Das muss ich noch irgendwie ein bisschen smoother hinkriegen. Das ist irgendwie blöd, das mag ich nicht. Also auf jeden Fall ist das hier schon mal das Gewehr. Und wie man sieht, das Gimmick an der Waffe ist halt, dass sie aus verschiedenen Cubes besteht, also aus verschiedenen Würfeln besteht. Und dann, wenn ich die mittlere Maustaste drücke, komme ich dann hier in so ein Rad. Das ist jetzt nur so ein Testen. Das wird natürlich noch ein bisschen schöner aussehen. Ich glaube, ich schreibe das da auch gar nicht rein, sondern ich mache da ein kleines Icon von der jeweiligen Waffe. Und dann zum Beispiel haben wir hier die Plasmawaffe. So sieht die dann aus. Und wie man dann sieht, dann verwandeln sich die Blöcke, verwandeln sich dann zack in die neue Waffe. Dann würde ich erstmal sagen, nehme ich mal die Gravity Gun. Und da sieht man schon, weil die sind an der Seite blau und sowas. Da sind ein paar blau, weil ich bin gerade einen Shader an noch anmachen. So, das ist die Gravity Gun. Ein bisschen an Half-Life gehalten. Der hat halt hier so. Wow, jetzt habe ich das Slime eingesaugt. Tschüss, Slime. Puh. So, das war die sekundäre. Also ich kann hier einmal normal mit Linksklick gedrückt halten und dann hat man hier so einen Gravity-Rubble-Effekt. So, Rubble-y-Rubble-y. Und dadurch in diesen Rubble-Effekt kann ich dann Sachen einsaugen und kann die halt verschieben. Und kann die hin und her schieben, wie ich möchte. Und mit dem Rechtsklick ist der sekundäre Mode, dann kann ich boom, sie verschießen. Dann gibt es dann noch die Hook. Die Hook hat keinen sekundären Mode, aber die funktioniert auf allen Strecken. Und dann ist da zum Beispiel ein Hook-Haken, also oben sieht man ja einfach nur so einen Haken. Und da kann man dann die Hook immer verwenden. Und dann wupp, wui. You, eine Hook. Ohne Soundeffekte. Ich mach sie selber. Well, 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 well.
So, und da kann man sich da schön dranhängen. Man kann sich einfach komplett dranhängen und dann hängt man da drüber. Oder man kann sich auch von der Distanz halt schwingen. Also, dass man so und dann lasse ich los und dann wupp, bin ich da drüber geschwungen. Dass man so über Hindernisse kommt und sonst was, da muss, dass man mal eine versteckte Hook finden muss oder etc. pp. Oder einen Button aktivieren muss, wie zum Beispiel, indem man die Portal Gun nutzt. Ja, sie sieht aus wie aus Portal, weil hey, Portal Gun! Was hättet ihr gemacht, wenn ihr eine Portal Gun modellieren müsst? Gebt zu, ihr hättet dasselbe getan wie ich! Das ist die Portal Gun, da kann man mit Rechtsklick den Mode ändern, so zu grün und zu blau. Und dann, das hat auch so einen kleinen Effekt, wie man sieht. Und dann kann ich hier einmal das blaue Portal schießen. Und dann sieht man, ist es noch schwarz, ist es noch dunkel, es hat einen schönen, geilen, leuchtenden Effekt. Und wenn ich jetzt den Mode wechsle, einmal auf grün und einfach mal nach da machen, da hat man da eine Portal Gun und man sieht da, oh, da bin ich. Da sieht man meinen Arm. Und da sieht man den Cube, der davor liegt. Und wenn ich nach da gucke, dann sieht man da auch den Cube, der davor liegt. Die Perspektive, wie das gerendert wird, werde ich noch ein bisschen, da werde ich noch ein bisschen dran rumfummeln, dass das halt noch ein bisschen perspektivischer ist. Weil man weiß, was ich damit meine. Wenn nicht, dann ist egal. Und wenn man halt da gut durchgeht, dann ist man auch einfach da durch. Und dann ist man einfach teleportet. Das funktioniert auch mit anderen Sachen. Da wird es jetzt noch einen kleinen Bug geben. Das muss ich noch beheben, dass wenn das Objekt einfach verschwindet, weil ich kann es einfach. Und jetzt ist es da durch. Jetzt kann ich aber die Gravity Gun nicht mehr nutzen. Weil, also, das Problem ist, kann man das von hier aus erkennen, dass der Gravity-Strahl wurde mit teleportiert. Aber da der Gravity-Strahl auf mir drauf ist, ist er jetzt irgendwo um mich herum und man kann ihn nicht sehen. Das muss ich noch ihm sagen, ey, mach das mal nicht, Alter, hör mal auf damit. Aber auf jeden Fall, und dann hat man hier schön die Portal und dann sieht man auch diesen schönen Portal-Effekt, so, also hat schon Stil, hat Stil. Ich habe vielleicht mit meinen Rändern ein bisschen übertrieben als wie bei Portal, aber ich finde es voll cool. Das sieht voll cool aus, finde ich. Also die Plasma Gun kann leider noch nicht schießen, aber das kommt beim nächsten Mal. Ich werde dazu wahrscheinlich auch Devlogs machen. Aber ich werde auch weiter jetzt anfangen. Ich habe neues Equipment, kann man sagen, und ich musste ein bisschen dafür sparen und deswegen kann ich jetzt erst wieder weitermachen mit den ganzen Sachen. Man kann übrigens auch einfach Shift drücken, um hier in den Modus reinzukommen. Man muss nicht unbedingt die mittlere Maustaste drücken. So, oh, jetzt sieht man wieder die Porte. Es ist ein bisschen verschoben, aber jetzt kann ich so Sachen nehmen. Ja. Aber wie gehabt, das ist noch komplett in der Anfangsphase. Wie man sieht, es ist einfach noch nichts da. Hier stehen ein paar Berge, da ist der Anfangsbereich. Und ich versuche gerade erst noch die Game-Mechanik zu machen, also dass es halt alles richtig funktioniert. Und sobald es dann alles richtig funktioniert, baue ich dann die Level und die Puzzles und sowas. Also dann komme ich mal zum letzten, und zwar der Nuke Gun. Die Nuke Gun hat einfach nur ein Gimmick. Der Strahl wird übrigens noch rot werden. Keine Sorge, weil die hier roter Strahl, ne, dass es blau ist, das ist nur, weil das derselbe Strahl ist wie für die Hook. Und dann sieht man hier so einen Strahl, wo man irgendwo hin transportieren kann. Diese Waffe kriegt man übrigens auch sehr spät, erst denn dann. Und dann kommt da eine Atombombe. Also eine Atomexplosion. Die Waffe ist inspiriert, wenn man es weiß, schreib's jetzt in die Kommentare. Nee, aber die Waffe ist inspiriert aus Jack and Dexter 3. Jack in Dexter 3 hatte nämlich auch eine kleine portable Nuke-Waffe und die hat halt auch so. Oh, jetzt war das ein bisschen zu nah dran, weil die schießt einen auch selber weg, das muss ich auch noch sagen. Das muss ich Ihnen auch noch erklären, dass man selbst nicht wegfetzen soll, sondern nur alles andere. Aber wie gehabt, ist es noch sehr in der Anfangsphase, sehr, sehr in der Anfangsphase. Und ich habe drei weitere Projekte, mein Hauptprojekt Far Silency, wozu es schon Devlogs auf dem Kanal gibt. Und dann noch Star Star Space und Green Boy. Und die werde ich auch noch mal präsentieren, wenn Zeit ist. Und werde auch Devlogs dazu machen, wenn denn Zeit ist. Es ist alles eine Sache der Zeit. Zeit ist relativ. Naja. Und dann kann man zum Beispiel hier schon mal so sehen, dann ist man hier, ist der Startpunkt und dann wird zum Beispiel hier, dann wird da einfach nur dran stehen, drücke Shift, um dich drücke String, also Control, um dich zu ducken, weil wegen Control ist ducken. Und so ein kleiner Tutorial-Path wird das so. Also man wird hier so durchgeleitet, dann schleuse ich einen hier so durch und dann mache ich da also, drücke Space zum Springen, drücke das, dies, das. Und dann kommt da so eine Useless, so eine komplette random Story einfach so. Da kommt einfach eine Fee an und sagt, der König hat seine Klamotten verloren, wir müssen sie zurückfinden. Und irgendwie sowas. Und dann, dass man halt einen Grund hat durch die riesige Map, das ist, wie man sieht, die Map ist auch noch nicht existent, es ist halt alles sehr früh im Anfangsstadium. Aber dass man dann halt
durch die Map geschleust wird und immer mehr Ereignisse machen kann und dass man bei bestimmten Wegen erst weiterkommt, wenn man eine neue Waffe freigeschaltet hat, also eine neue Interaktionswaffe. Vielleicht mache ich auch noch andere Interaktionswaffen. Das muss ich noch überlegen. Vielleicht gebe ich denen wie bei Jak und Daxter 3 noch so einen Mode, also dass die jeweils jede Waffe drei verschiedene Modes hat. Nur da frage ich mich, wie soll ich da Modes reinpacken bei einer Portal Gun? Was kann eine Portal Gun? So, deswegen. Aber da werde ich mir noch was einfallen lassen. Wie gesagt, ist komplett noch in den Kinderschuhen, aber wird schon, wird schon. So, das war die kleine Präsentation. Ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in meine Idee kriegen, was ich damit dann noch vorhabe. Naja. Bis zum nächsten Mal zu einem anderen Video und tschüss. Es wird wahrscheinlich ein Devlog sein. Oder ein Tutorial. Wahrscheinlich ein Tutorial.